Also da ist er richtig geil. Dies, meine Damen und Herren, ist der sogenannte Schweinesberg-Trail in Fieberbrunn. Er schlängelt sich mit einer Länge von 3,8 Kilometer vom Streubödensee bis ins Tal hinunter. Und heute verrate ich dir, warum das ein richtiger Geheimtipp ist, wenn du gerne Flowtrails fährst. Egal ob du ein kompletter Anfänger am Radl bist oder schon ziemlich fortgeschritten, das ist einer von deinen Trails, der jeden glücklich macht. Step down! Grüß euch Gott zu einer neuen Folge von Improve Yourself. Ich bin heute mal in Fieberbrunn unterwegs und möchte euch gerne mal den Schweinesberg Trail vorstellen. Das, was ein kleiner Secret-Tipp ist, wenn man richtig einen geilen Trail fahren will. Und ja, das schauen wir uns heute an. Auf geht's! Ich stehe da jetzt direkt schon am Einstieg und bin vorher mit der Renndrohne schon ein bisschen umeinander geflogen. Da oben, da ist ein ziemlich geiler See, wo man voll geil schön kann. Und ich habe auch schon ein Problem leider festgestellt, der Trail ist noch nicht eröffnet. Ich habe mir gedacht, dass er offen ist, weil ich von einem Kollegen gehört habe, dass sie schon mal gefahren sind. Und der ist jetzt noch bei einem kleinen Teil angesperrt, aber ich bin vorher einmal durchgegangen oder habe mir das Ganze ein bisschen angeschaut mit dem E-Bike, weil ich ja sowieso ein paar Streckenaufnahmen machen habe müssen und habe gesehen, dass der Trail in richtig guter Bedingung ist und werde jetzt für das Video heute einfach mal da anfahren. Ich werde auch nur einmal fahren, weil ich will euch einfach die coolsten Teile vorstellen, was mir da am meisten taugt an dem Trail und ja, verraten, warum das ein Geheimtipp ist. Es gibt eigentlich einen guten Grund, warum ich auch hierher gekommen bin, weil ich will auch nicht nur den Trail vorstellen, sondern ich habe auch so eine kleine Manual-Challenge am Laufen. Für die Leute, die was letztes Jahr schon mich verfolgt haben, von ganz Anfang an, meine zweite Folge von Improve Yourself ist eine Manual-Challenge, wo ich eine 600 Meter lange Straßen versuche zu manuellen. Und am Trail Manuals probieren ist eine richtig gute Übung, um generell besser in Manuals zu werden. Und deshalb habe ich unten eine kleine Challenge, da wo ich immer meine Manuals mache. Da gibt es so vier kleine Hügel. Das werden wir dann auch noch ein bisschen probieren. Schauen, ob ich die Hügel endlich einmal schaffe. Aber jetzt fahren wir zuerst mal zu meinen Lieblingspassagen von dem Trail. Da habe ich mir zwei rausgesucht, die was ich ziemlich geil finde. Let's go! Also eben, da ist leider gerade zu. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, warum da zu ist. Da vorne. Genau, und von da kann es dann eigentlich schon losgehen. Also da habe ich vorher schon gesehen, der Trail ist sehr gut benannt. Und da schauen wir uns jetzt das Ganze ein bisschen an. Auf geht's. Ich freue mich immer wieder, wenn ich den das erste Mal fahre, weil der ist einfach anders. Der fetzt echt. Der Trail startet oben relativ entspannt und man kriegt schon einen klaren Eindruck, was auf einen zukommt. Nach den ersten paar Warm-up-Meter kann es aber dann so richtig losgehen. Und da geht er richtig los dann. Und das ist eine von meinen absoluten Lieblingspassagen. Die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Alrighty, erstes geiles Feature vor dem Trail. Wenn man da oben hoch kommt, kommt man mit echt gutem Speed daher. Wie man in der Aufnahme hoffentlich gerade gesehen hat. Und dann gibt es da dieses Feature, eine sogenannte Shark Fin. Was einfach richtig Bock macht, die ist da super platziert. Die kann man richtig schön springen und einfach auch ein bisschen Style in seinen Run reinbringen. Und da habe ich eh, glaube ich, schon einen Clip in Slow-Mo, den kann ich auch jetzt mal einblenden.
Generell ist er einfach eingezaubert, richtig schön in die Landschaft, also richtig flowy. Bin jetzt erst mit der Renndrohne ein bisschen durchgeflogen. Also von dem her hoffentlich habe ich jetzt ein paar geile Eindrücke von der Passage gesehen. Ist ziemlich geil. Weiter geht's zur nächsten Passage und die ist jetzt ein bisschen weiter unten. Aber bis dahin sind wir schon noch ziemlich eine geile Strecke vor uns haben. Ein Punkt, warum das ein Secret Trail ist, ist, weil der zur Saison, zur Hauptsaison auch immer nur sehr wenig befahren ist, weil das noch nicht so viele Leute ihn da kennen. Aber es ist eine brutal geile Alternative zu einem Leogang Trail oder sowas. Das ist eine Mischung aus Starbergline und Flowlink eigentlich. Also die U-Liga und das ist alles so sauber. Der ist jetzt 2 Jahre alt und der ist pipifein hergekriegt einfach. Das ist ein Wahnsinn. Einfach, wenn jetzt so die Masse drüber schießt über das Ganze. Ein bisschen eine Baustelle, habe ich vorher schon gesehen. Und dann geht's weiter. Richtig geil. Kleiner Table. Und vor allem geile U-Liga, wirklich. Das ist der Inbegriff von der Flowline für mich. Ich bin immer wieder fasziniert, wie sich der Flow vom Trail von ganz oben bis ganz nach unten durchzieht und es nie wirklich Abschnitte gibt, wo man den Speed komplett rausnehmen muss. Das ist auch noch ein bisschen wach. Kurz die Linsen putzen und weiter geht's. Servus! Den muss man wissen, sonst wird es besser. Da ist auch noch ein bisschen Baustelle, muss ich auch ein bisschen auf und Gas. Er ist auch ganz geil. Und da ist jetzt fresh shaped. Und das ist schon ein Wahnsinn. Also da ist er richtig geil. So krank. Kleine Manual Section. Und da ein Hip. Jawohl, das flowt anders. Step down. Zack. Und um da. Ungefähr in der Mitte vom Trail kommt dann nochmal so ein kurviger Teil daher, der was richtig viel Bock macht. Und der hat dafür gesorgt, dass ich nochmal stehen geblieben bin und die Passagen doch nochmal fahren wollte. Richtig edel. Also die Kurven, die müssen jetzt auch eine schaffen in einer von den besten Stellen. Aber ich würde sagen, wir gehen gleich weiter zu der Stelle, die was ich eingeplant habe und die was ich weiß. Die kriegen wir jetzt nämlich eh gleich. Da rasen wir halt echt kurz nochmal auf, dass ich da nicht ein, zwei Winkel aufstelle mit der GoPro. War glaube ich ganz cool. Das war fast zum Verhängnis geworden, das Ganze. Ja, hallo. Richtig geil. Wir 6 ist er schon noch ein bisschen wir 6 ist er schon noch nicht ganz hergekriegt. Deshalb bitte nicht außerhalb von den Öffnungszeiten fahren, auch wenn ich das gerade tue. Ich mache das wirklich nur, weil ich gerade ein Video dran muss und ich habe mir eigentlich gedacht, dass es offen ist. Und da können wir schon zu warten. Okay. Da sind wir bei der nächsten Passage, die ich richtig geil gebaut finde und wo ich finde, dass man da echt senden kann. Und ja, anfangen tut es nach der Kurve mit dem Ausgang. Ist ziemlich ein weiter Double, da muss man eine gute Kurventechnik haben, dass man den da springt. Und dann geht es da rein über einen kleinen Table,
Dann kommt unten noch mal ein kleiner Double und dann ein Hip nach rechts. Man kann das Ganze einfach vorne als Anfänger, man kann da überall schön drüber rudeln, aber man kann auch relativ weit dabei hupfen, weil die Landungen einfach das zulassen. Und jetzt werde ich das Ganze gleich ein bisschen aufschirmen wieder und dann fahren wir das Ding einmal durch. Und hoffen wir, dass wir den Double da unten gleich schaffen, weil der ist echt weit. Da schieße ich einer und alrighty. Ah, da geht schon ab. Man merkt ja, dass er um einige schneller geworden ist in den letzten Jahren. Nicht schlecht. Ja. Bei den Hip generell auf den Trail, da muss man immer ein bisschen Speed rausnehmen. Wenn man die voll sendet, dann überschießt man es leider. Das war noch eine Sache vielleicht, was verbesserungswürdig war, wenn die Hips einfach monströs erbaut waren. Aber im Großen und Ganzen sehr solide, macht auf jeden Fall mega viel Bock da. Jetzt werde ich das Ganze noch einmal springen, den Dude. Schauen, ob ich das irgendwie auf die Cam kriege, aber da schaut es eher klar aus. Nach dem Abschnitt wird es nur einige erwähnenswerte Stellen geben, aber für mich geht es jetzt weiter zum Ende des Trails, wo mich nun mein Manual Challenge erwartet. Dann sollte man übrigens auch wissen, die Kurven. Flat Bomber. Ja, und da ist dann schon langsam vorbei. Da unten kommen jetzt noch vier Hügel, wo meine Manuals auszünden kann, ganz gut. Ja, die werde ich jetzt gleich probieren. Und wenn ich schaffe, dann ist die Challenge gleich completed, aber die muss ich erst schaffen. So, erster Hügel anfangen und alle durchziehen. Na, scheiße. Okay, so viel zum Schweinesberg Trail in Fürwerbrunn. Also ich glaube, man sieht das, wie viel Gaudi das ist, das Ganze. Ich werde jetzt nur die Manual Challenge da probieren und wie die ausschaut, das sage ich euch gleich. Okay, die Manual Challenge. Folgendes ist der Plan. Da gibt es also also das ist da die Zielgerade, wo alles so kleine Mugel drin sind. Und mein Plan war jetzt vom ersten Ufer, vom ersten Mugel, das sind vier so eine Hügel, ersten an Manuel ziehen und dann mich nicht rausbringen lassen von den anderen vier. Auf Trails und Manuel üben macht extrem viel aus. Also das macht einen extremen Unterschied, da wird man so viel besser, weil du auf schmalen und unebenen Untergrund das Ganze einfach machen musst, oder? Auf geht's in die Challenge. Ich versuche nochmal aus. Mal schauen, es könnte beim ersten gehen, es könnte auch gar nicht gehen. Schauen, ob ich noch Speed habe. Scheiße, knappig. Versuch Nummer 2. Danke. Das sind wir zufrieden. Danke. Genau, da hört es. Daumen nach oben. So, meine Damen und Herren, das war er.
mit einem kleinen Fehler am Ende, aber ist gut gegangen. Das heißt, wenn es gerade geht und einfach ein paar Bumps sind, dann tue ich mir schon um einiges leichter mit dem Manual. Und das, also das bringt richtig viel fürs Training. Alrighty, das war's mit dem Secret Trail in Fieberbrunn und mit der heutigen Episode von Improve Yourself. Ich habe echt wieder einiges weitergebracht heute, da die sagen, überhaupt mit der Manual Challenge da am Ende, das ist wirklich ein irre gutes Training und das kann ich jedem nur empfehlen. Und ja, wenn euch sowas gefallen hat, so einmal so eine Trail-Vorstellung, wie ich es heute gemacht habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare, lasst mir ein Like da und abonniert meinen Channel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder am Mittwoch. Bis bald und habe die Ehre. Ciao.